Hallo und sportfrei. Fit at Home. Wir greifen heute das Thema der letzten Einheit auf. Vielleicht erinnert ihr euch ganz kurz oder wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch nochmal die Folge vorher an. Der Kern war es, eine korrekte Atmung zu machen. Warum? Gerade bei grippeähnlichen Erkrankungen oder eben jetzt bei Corona haben viele Leute eine eingeschränkte Atmung. Das heißt, sie hatten vorher Schmerzen, haben Probleme mit der Lunge oder dem Brustkorb eben insgesamt gehabt und versuchen sehr flach zu atmen. Dieses führt so weit, dass der Körper insgesamt mit Sauerstoff unterversorgt ist. Wir hatten über das Oximeter gesprochen, was man an den Finger klippt und sieht, wie die Bereiche sind, und haben darauf einfache Übungen aufgebaut, die die Atmung betreffen. Wir greifen heute bei der letzten Übung der letzten Einheit auf. Das heißt, ich werde im Sitzen trainieren und meine Kollegin im Stand. Ganz kurz zusammengefasst, im Kern geht es darum, dass ihr lernt, den Bauch in die Atmung einzubeziehen. Das heißt, wenn ihr ausatmet, dass der Bauch nach innen geht und wenn ihr einatmet, raus. Und bei der Ausatmung eben auch die Hände mit zu Hilfe am Anfang kommen können und beim Ausatmen auch der Brustkorb mit in die Bewegung aufgenommen wird. Die heutige Einheit versucht aber mehr Bewegung dort mit einzubauen. Wir beginnen. Wir beginnen mit einem parallelen Stand. Es kann auch gern sitzend sein. Die Arme sind seitlich und wir sinken einfach nur mal leicht zusammen und beginnen vom Becken her langsam aufzurollen, schieben den Hinterkopf zur Decke, kreisen mit den Schultern nach hinten und senken ab. Noch einmal. Wir sinken zusammen, rollen langsam auf, werden groß, kreisen mit den Schultern nach hinten, senken ab. Jetzt beziehen wir die Atmung mit ein. Wenn wir zusammensinken, ziehen wir auch den Bauch ein und atmen aus. Dann rollen wir langsam auf, kreisen mit den Schultern nach hinten und atmen tief ein. Noch einmal. Wir atmen aus, der Bauch geht nach innen, es kann ruhig mit den Händen mitgeholfen werden. Und ihr rollt langsam wieder auf, kreist mit den Schultern nach hinten, senkt ab. In der letzten Einheit sind wir auch schon darauf eingegangen, wenn ihr merkt, dass das so ein bisschen ein Hustengefühl kommt, lasst ruhig husten, das ist absolut in Ordnung. Umso mehr wisst ihr, dass es genau richtig für euch ist. Aber versucht nicht zu weit rein zu trainieren. Lieber jedes Mal meinen Weg mit 5 Atemzügen beginnen. Das heißt, auch diese Übung könnt ihr gern 5 oder 10 Mal weiterbauen, aber nicht zu intensiv in das Husten hinein. Wenn ihr größere Schwierigkeiten damit habt, sprecht bitte noch mit eurem Arzt, dass der das noch mal ganz kurz mit abkontrollieren kann. Wir erweitern unsere Bewegung. Wir sinken zusammen, atmen aus und beziehen die Arme auf dem Weg nach oben mit ein. Wir atmen ein, führen die Arme weit nach oben und atmen wieder aus. Eine lange Ausatmung, wir drücken den Bauch mit nach innen. Wir rollen auf, atmen ein, atmen aus und die Hände drücken mit ein. Wir versuchen noch 2 Atemzüge. Einatmen, groß werden, Arme nach hinten. Und dann wieder ausatmen, tief ausatmen und einrollen. Letztes Mal. Und ausatmen, weit nach innen geht der Bauch. Atmet bitte locker weiter und richte den Oberkörper auf. Für die Fortgeschrittenen unter euch, wir verstärken jetzt die Ausatmung noch ein Stück. Das heißt, ihr versucht, wenn ihr am untersten Punkt seid, egal ob stehend oder sitzend, mal mehrfach nachzuatmen. Was ich damit meine ist, ihr verstärkt die Ausatmung, dass mehr Ausatemluft nach draußen dringt. Das sieht im Endeffekt so aus. Ich zeige jetzt nur erstmal den Endpunkt. Ihr rollt ein, seid unten und dann. Und dann erst die Einatmung. Wir probieren es. Wir atmen aus. Atmen nach. Atmen tief ein und führen die Arme nach oben. Und wieder ausatmen. Ausatmen, ausatmen, ausatmen. Und wieder einatmen. Arme nach oben. Letztes Mal. Wir rollen ein, atmen aus.
und atmen wieder ein, werden groß und lassen locker. Wenn ihr merkt, das sind genau die richtigen Übungen für euch, baut es aus, macht mehr Atemzüge als wir jetzt. Wir greifen aber die nächste Zone, denn häufig verspannt der Schultergürtel, wenn man so intensive Hustenanfälle über einen längeren Zeitraum hat. Und bei unserer nächsten Übung wollen wir dieses wieder etwas mobilisieren. Wir gehen auf den Boden in Unterarmstütz. Das macht meine Kollegin. Und ich gehe, für diejenigen, die nicht ganz so tief aufgestützt sein können, auf den Stuhl. Auch dieses geht. Ihr stützt euch auf und schaut nach unten. Wir atmen normal. Klar, versucht ihr im Hinterkopf immer die Bauchatmung zu beinhalten, aber ihr atmet ruhig, die Konzentration liegt jetzt im Schultergürtel. Und zwar beginnt ihr einfach, zwischen den Schultern einzusinken und euch danach wieder nach oben zu drücken. Dabei kann man auch etwas rund werden und ihr sinkt wieder ein. Versucht erstmal so 2, 3 Wiederholungen zu machen. Diese Bewegung ist etwas schwer, denn ihr seid im Alltag darauf konzentriert, die Arme so zu bewegen. Aber niemand macht ja so eine Bewegung im Alltag, deswegen verspannt eben auch die Rückenmuskulatur. Wir bleiben weiterhin in der Position und versuchen die Bewegung nach unten zu verstärken. Wir sinken ein, gehen tief und drücken uns wieder leicht nach oben. Einsinken, die Schulterblätter wandern dabei zur Wirbelsäule und wir lösen langsam wieder auf. Konzentriert euch ruhig mal auf die Schulterblätter, wie die zur Wirbelsäule wandern und wir lösen langsam wieder auf. Die Schulterblätter, wenn ihr einsinkt, wandern in Richtung Wirbelsäule und ihr drückt euch wieder raus. Diese Übung könnt ihr gern 20, 25 Mal wiederholen. Danach kombiniert ihr diese nachfolgende Übung. Wir machen dann eine Dehnung für die Brustmuskulatur und wiederholt diese Übung einfach noch einmal. Wir wandern jetzt zu einer Dehnung und zwar fassen die Hände weiter nach vorn. Im Notfall kann man auch alle diese Übungen im Stand machen. Ihr fasst nach vorn, im Stand wäre das dann zum Beispiel eine Fensterbank. Auf dem Boden ist es ein sehr weiter Griff nach vorn. Und wir beginnen langsam tief zu gehen. Die Arme sind bei dieser Übung komplett gestreckt und wir versuchen beim Ausatmen immer ein klein wenig tiefer zu kommen. Ihr atmet ein, kommt leicht hoch, atmet aus und geht aktiv nach unten. Schaut bitte zwischendurch auf die Ellenbogen, dass die wirklich gestreckt sind. Ihr kommt wieder leicht hoch, dann wieder tief, Brustkorb in Richtung Boden. Und ihr löst langsam wieder auf und wieder tief, der Brustkorb geht in Richtung Boden und ihr löst langsam wieder auf. Tief gehen, einmal noch, wir gehen tief, bleiben wirklich ganz tief, die Arme sind komplett gestreckt und wir versuchen nachher auf den Kniestand hochzukommen und nehmen gleich die Arme über den Kopf. Los geht's. Wir kommen nach oben, nehmen die Arme weit über den Kopf. Arme sind gestreckt, weit nach hinten führen, dass das Signal an das Gehirn kommt, dass ihr in diese Position, diese komplette Dehnung kommt. Damit atmet ihr viel freier und wir lösen langsam wieder auf. Abschließend könnt ihr diesen Komplex, indem ihr einfach mal so ein bisschen die Schultern lockert und eine leichte Nackendehnung mit anbaut. Das bedeutet, ihr schiebt einfach mal die linke Schulter runter, zieht den Kopf nach rechts. Auch hier könnt ihr gerne die Bewegung der Schultern nach unten verstärken. Das heißt, ihr atmet aus, schiebt die Schulter nach unten. Beim Einatmen kommt sie leicht hoch, aktiv nach unten und wieder hoch. Letztes Mal, dann wechseln wir die Seite. Wir lösen langsam auf, wechseln. Auch hier, der Kopf geht weg von der Schulter und jetzt zieht die Schulter aktiv nach unten. Ausatmen, Schulter tief und wieder einatmen. Ausatmen, Schulter tief und wieder einatmen. Letztes Mal und wir stoppen die Bewegung. Locker nochmal kurz die Schultern
Und wie gesagt, ihr könnt gerne auch dieses Mobilisieren immer zwischenrein mit einbauen, weil genau diese Übungen helfen euch, dass die Bewegungen im Brustkorb frei bleiben. Wir hoffen euch wirklich, dass ihr ganz viel Erfolg damit habt. Ihr werdet merken, ihr seid viel, viel fitter, euer Gehirn arbeitet besser, ihr fühlt euch viel leistungsfähiger. Ja, alles das hängt irgendwie mit Sauerstoff zusammen und dafür braucht ihr eine gute Atmung. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir werden die Atmung in den nächsten Einheiten etwas mehr mit in Betracht ziehen. Bis bald. Tschüssi.